Bevor ich beginne, meine Bibel zu lesen, bete ich. Ich bitte den Heiligen Geist, dass er kommt, um mir sein Wort aufzuschließen. Der Heilige Geist will unser Berater sein, unser Helfer sein. Und in dem Bereich, die Bibel zu verstehen, das Wort Gottes zu verstehen, will er das auch für uns tun. Er möchte, dass wir sein Wort verstehen. Gott möchte einfach auch, dass wir sein Wort, was er uns gegeben hat, deshalb verstehen, damit wir es in unser Leben, in unsere Lebenssituationen einbauen können. Vielleicht brauchst du heute Trost. Vielleicht brauchst du heute Ermutigung. Vielleicht brauchst du heute ein spezifisches Rhema-Wort für dein Leben. Der Heilige Geist möchte dir das schenken. Bevor du anfängst, in deiner Bibel zu lesen, bitte ihn. Bitte ihn darum, dass er dir sein Wort aufschließt. Vor kurzem waren wir auch wieder in Situationen, die uns wirklich bedrängt haben. Wo ich in der Bibel geforscht habe, Herr, was ist da? Was möchtest du, dass wir tun? Was möchtest du mir mit deinem Wort sagen? Es war nicht unbedingt jetzt eine lebensbedrohliche Situation, aber es waren geschlossene Türen, Bedrängnisse, etwas, was uns entgegengestanden hat, wo es wirklich schwierig war für uns weiterzugehen. Und für mich war es genial wichtig, dass ich etwas aus dem Wort Gottes für diese Situation nehmen konnte. Dann bin ich hängen geblieben in Daniel 6. Dort ist die Geschichte beschrieben, wie Daniel in der Löwengrube war. Eine wirklich lebensbedrohliche Situation. Aber weißt du, was ich erkannt habe? Daniel wusste, wer Gott ist. Daniel kannte seinen Gott. Daniel vertraute seinem Gott. Er wusste nicht, wie die Situation ausgeht, das nicht. Aber in seinem Herzen war ein großes Vertrauen in die Möglichkeiten, in die übernatürlichen Möglichkeiten Gottes. Du kannst es lesen, da steht, dass Gott Daniel die Tür öffnete, der Rachen der Löwen wurde verschlossen und Daniel kam aus dieser Situation heraus. Und das Zeugnis lesen wir, er, Gott, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Siehst du, der Feind will immer stehlen, rauben, morden. Das ist immer seine Absicht. Aber Gott möchte dir neues Leben schaffen. Gott möchte dir aus diesen Situationen, die dein Leben bedrohen oder die dich vielleicht beängstigen, die dir entgegenstehen, wo es nicht weiterzugehen scheint, da möchte Gott dir einfach Hilfe geben. Er möchte die Dinge verändern. Er möchte die Türen wirklich öffnen, dass du rausgehst. Etwas später im Text heißt es dann, dass Daniel zu großem Ansehen kam. Siehst du, Gott hat nicht nur ihn da rausgeholt, ihn befreit, ihn gerettet, sondern er hat ihm Gunst gegeben bei dem König, sodass es für Daniel hinterher noch besser weiterging als vorher. Ich möchte dich sehr ermutigen, deine Bibel so zu lesen, dass du fragst, Herr, was ist für mich dran? Was sagst du zu mir, dass du einen Schritt rausgehen kannst aus dieser Situation, in der du bist? Und dass du reingehen kannst in etwas Neues, was Gott für dich hat. Ich wünsche dir, dass du erfährst, Gott hat mehr für dich.